Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute backe ich feine Mürbe Butter Käsestangerl. Hier sind schon alle Zutaten vorbereitet. Die genauen Mengen findest du auf meinem Blog christophlang.at. Ich verlinke dir das alles unten in der Beschreibung und dann geht es gleich los mit dem Teigkneten. Zuerst kommt die Milch in die Rührschüssel, damit unten kein Teig kleben bleibt. Dann habe ich hier geriebenen Käse. Ich habe hier Emmentaler Käse genommen. Ihr werdet euch jetzt schon denken, bah, wieso gibt denn der den Käse in den Teig rein? Üblicherweise ist es ja so, dass man den Käse dann quasi auf Stangerl oben drauf gibt. Aber ich habe heute mal was Neues versucht. Werdet sehen, das ist echt lässig. Ein Ei, ein ganzes, natürlich ohne Schale. So, das kommt auch gleich hier rein. Zack. Dann habe ich hier natürlich Hefe, frische Hefe. Einmal reinbröseln. So. Dann aktives Backmalz. Ich habe in dem Fall mein Bio-Backmalz hergenommen. So, das auch rein, damit das gut reifen kann. Dann Salz darf natürlich nicht fehlen. Zack. Dann noch meine Sissi Bio, meine Sissi das Weizenmehl Type 700. In Österreich würde man auch sagen glattes Mehl, glattes Weizenmehl. So, war schon abgewogen, war kein Kilo. Zack, zack. Und dann, wer mich kennt, leidenschaftlicher Butterliebhaber, ein bisschen Butter darf nicht fehlen. Ich habe die einfach so in Würfel geschnitten, damit sich die gut untermischen. So, die kommen jetzt auch noch rein. Zack. Perfekt, das wird so ein richtig schwerer Teig, aber ihr werdet das schon sehen. Der wird wahnsinnig gut schmecken. So, ich glaube, alle Zutaten sind soweit drin. Knethaken ist eingespannt. Dann würde ich sagen, ich knete jetzt mal den Teig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das waren jetzt 8 Minuten langsam auf Stufe Minimum und ganze 8 Minuten schnell auf Stufe 2. Und dann ist der Teig fertig. Sieht dann so aus. Ihr könnt hier keine Fensterprobe machen, denn hier ist doch ein bisschen Butter drin, würde ich da mal behaupten. Aber so soll das sein. Schön plastisch, gehen wir wieder zurück. Mit einem Tuch abdecken, dann lassen wir den mal rasten und dann sehen wir uns gleich wieder beim Portionieren. 1,5 Stunden sind vorbei und jetzt schauen wir uns gleich den Teig an. Jawohl, der ist schön aufgegangen. So soll das sein. Schauen wir mal, ob der so rauskommt. Ja, ich sehe genug Butter drinnen. Hat sich wunderbar gelöst. So. Ihr seht, der ist wirklich schön aufgegangen. Vielleicht kann man das hören. Jawohl. So, jetzt geht es mal ans Portionieren. Ich habe hier meinen Roggenmehl Typ 69, meinen Roggentoni. Stelle ich mal hier her, ein bisschen mehr Platz für mich gibt. So, da staue ich mir gleich ein bisschen her. Und ich werde jetzt den Teig in so 50 bis 60 Gramm Stücke portionieren. Da sollten so roundabout 24 Stücke rauskommen. Die werden nicht allzu groß, aber dafür sehr fein, das werdet ihr sehen. So, ich mache mal hier nur ein paar vor. Also die Stücke quasi so portionieren, dann schleife ich die rum. Die könnt ihr das entweder in der Handfläche machen. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, wo man das genauer sieht. Ich verlinke euch das hier oben und dann werden die hier einfach so zur Seite gelegt. Und das mache ich jetzt mal mit dem ganzen Teig und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt hier meine 24 Stück rund geschliffen. Ihr habt es gesehen, das geht rucki zucki. Das Tolle daran ist, durch die viele Butter klebt der Teig auch fast nicht. Also das hat ganz toll funktioniert. Jetzt decke ich mir die Stücke hier nochmal ab. Und die dürfen jetzt noch so 20 bis 30 Minuten rasten und dann machen wir die Stangerl draus. Jetzt geht es weiter mit dem Formen. Die haben jetzt ein bisschen entspannen können. Ich habe hier mein Weigerl geholt, falls euch das interessiert, in meinem Shop www.christophlang-shop.at gibt es unter anderem auch dieses Holzweigerl aus Buchenholz.
handgemacht und verschiedenste andere tolle Sachen. Ich verlinke euch das alles in der Beschreibung. Aber jetzt geht's mal los hier. Schauen wir mal, das war das Erste. Weil ich denke, wir brauchen da nicht mal viel Mehl zum Ausrollen, weil der Teig gut butterig ist. Ja, das klappt gut. Also, wenn ihr Mehl nehmen wollt, dann eher auf der wenigen Seite. So, mach mal hier eins vor. Also, ich nehme hier so ein Stück, tauche das minimal rundherum in Mehl ein und dann einfach von der Mitte mit gewissem Druck nach oben und nach unten rollen. Sollte überall gleich dick sein im besten Fall. Und zum Schluss so eine leichte ovale Form, also so seht ihr das so, so passt das ganz gut. Da könnt ihr euch mal die ganzen Stangen quasi so mit dem Weigerl, mit dem Buchenrollholz vorlängen, vorrollen. So, und damit ihr nicht warten müsst, bis ich jetzt alle vorgerollt habe, starte ich jetzt hier mit dem Wickeln, mit dem ersten. Also man nimmt da quasi, also ich bin jetzt Linkshänder, ich wickle quasi mit der linken Hand runter und die andere Hand zwischen Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen so ungefähr schnappt sich den unteren Teil und oben drehen wir das so ein bisschen ein, damit wir so eine leichte Vorgabe haben und dann hier so mit dem Bereich wickeln wir das Stangerl von oben nach unten. Hier ziehen wir immer ein bisschen. So sieht das aus, die sollen gar nicht zu lange werden. Die haben eh nur 50, 60 Gramm viel Butter, die sollen schön mürb sein. So sollen die ungefähr aussehen mit dem Schluss dann nach unten. Machen wir gleich noch eines. Herlegen, oben ein bisschen Vorgabe, unten ziehen und dann nach unten wickeln. Ihr seht, ich gehe immer quasi unten und nach oben mit so einer rollenden Bewegung und ein bisschen Druck und den Schluss zwicke ich hier so zusammen. So. Einmal noch. Perfekt. Sollten ungefähr so die gleiche Länge haben. Und setze ich mir die gleich mal her. Ihr könnt sie natürlich auch gleich auf ein Backblech setzen, aber ich setze, ich bin hier ein bisschen, also ich muss hier ein bisschen sparsam sein mit meinem Platz. Aber so geht es jetzt mal los. Ihr wickelt alle zu Hause, sprich alle Vorlängen, alle zu Salzstangen wickeln. Und dann sehen wir uns gleich, wenn die auf dem Backblech sind. Da sind jetzt alle Stangerl fertig gewickelt von mir. Ich habe jetzt hier schon auch 12 Stück auf das erste Backblech gesetzt. Die decken wir jetzt nochmal ab. Die decke ich auch gleich nochmal ab. Lassen die nochmal aufgehen. Und dann geht es gleich los mit dem Backen. 45 Minuten sind jetzt um. Ich habe das Blech schon wieder abgedeckt. Den Backofen habe ich in der Zwischenzeit auf 240 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Ihr seht, sie sind noch ein wenig aufgegangen. Jetzt könnt ihr die entweder mit Wasser bepinseln oder so wie ich gleich besprühen. So, ordentlich besprühen, das passt so. Und dann gebe ich hier so grobes Salz, so Salzstangerlsalz noch oben drauf. Perfekt. Das harmoniert dann nämlich sehr schön mit dem Käse und Butter und oben noch Salz. Da werdet ihr sehen, dass schmeckt echt wahnsinnig gut. So, oder? Hier noch. Perfekt. So sollen die aussehen. Und jetzt, wie gesagt, gehen die bei 240 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen und gebacken wird auch mit Wasserdampf. Den geben wir gleich zu Beginn zu und dann schauen wir uns die gleich an, wenn sie gebacken sind. Und da sind sie, die mürben Butter-Käse-Stangerl. Toll sehen sie aus. Ich habe vorher ein bisschen was Falsches erzählt, ist mir gerade aufgefallen. Nicht bei 240 Grad, ich weiß nicht, wo ich da war, sondern bei 220 Grad ungefähr. Die waren jetzt 12 bis 14 Minuten im Backofen. Wie gesagt, bei 220 Grad mit Wasserdampf und nicht bei 240. So, das sind die guten Dinger. Sie sind noch ein bisschen warm, aber ich kann es kaum erwarten. Ich schnapp mir gleich eines. So, aber ein Stangerl beißt man ja gleich ab, oder? Boah, herrlich. Man kann natürlich die Menge an Butter riechen und ganz leicht den Käse. Schön mürb im Biss. Keine knackige Kruste, sondern eine ganz weiche Kruste. War herrlich.
Man schmeckt diesen würzigen Käse so leicht raus. Und natürlich die Butter. Kann ich euch nur ans Herz legen, die nachzubacken. Haben auch eine super tolle Größe, finde ich. Kann man auch gleich gerne mal zwei, drei verspeisen. Das genaue Rezept findet ihr auf meinem Blog christopherlang.at. Ich verlinke alles natürlich unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr eben die genauen Zutaten und alles. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen. Lasst mir gerne ein kostenloses Abo da, ein Like, ein Kommentar, aktiviert das Glöckchen. Und dann würde ich sagen, ich gebe jetzt da mal ordentlich Gas, werde noch ein paar verspeisen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!